Liebe Freunde des Risikos, ich grüße euch. Heute soll es unter anderem um Corona-Risikogebiete laut RKI gehen. Dazu öffne ich die aktuellste Information des RKI, Stand 7. August 2020, 19.45 Uhr. Ganz oben steht, was neu ist in der Liste, und zwar ein Bundesstaat in Australien, nämlich Victoria, gilt als Risikogebiet. In Bulgarien sind es die Verwaltungsbezirke Oblaste, Blagoevrad, Dobrich, Varna, und in Rumänien sind es die Gebiete oder Kreise Arges, Bihor, Bujau, Neamț, Jalomița, Mehedinti, Timiș, die als Risikogebiete gelten, und zwar neu. Hier wird länger erläutert, wie das zusammenkommt und wer was zu beachten hat. Für Einreisende in die Bundesrepublik Deutschland, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der letzten 14 Tage vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, kann gemäß den jeweiligen Quarantäneverordnungen, nicht Gesetz, Verordnungen der zuständigen Bundesländer eine Pflicht zur Absonderung bestehen. Das hat der Bundesgesundheitsminister per Verordnung angeordnet, weil ihm das Parlament, der Deutsche Bundestag, dieses Recht eingeräumt hat aufgrund der Feststellung einer pandemischen Notlage in Deutschland. Das entscheidet der Bundesgesundheitsminister. Und die einzelnen Länder können auch Quarantäneverordnungen erlassen, und auch dort macht es die jeweilige Landesregierung, die im Zweifelsfall auch von dem Landesparlament dazu ermächtigt wurde, Verordnungen in einem gewissen Gesetzesrahmen zu erlassen. Hier entscheiden also keine Parlamente, sondern wegen vermeintlicher Eile entscheiden Regierungen ratzfatz, ohne die Parlamente einzubeziehen, welche Länder Risikoländer sind und welche nicht. Eine Kontrolle kann erst im Nachhinein stattfinden, und das halte ich für sehr problematisch. Hier steht zwar, dass die Bundesregierung fortlaufend prüft, und auch, dass es ein Zwei-Stufen-System gibt, wird auch noch ausgeführt. Und dann kommt hier eine lange Liste mit Ländern, und inzwischen steht seit neuestem auch dabei, seit wann die Länder Risikogebiete sind oder als solche eingeschätzt werden. Und die Liste kann man durchblättern. Und am Ende kommt nochmal eine Erläuterung, wie die Einstufung als Risikogebiet erfolgt. Eine wichtige Grenze sind mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Dann gibt es noch einen zweiten Schritt nach qualitativen Kriterien, ob die Gefahr eines Infektionsrisikos vorliegt. Das Auswärtige Amt ist damit involviert. Berichterstattung der deutschen Auslandsvertretungen, das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat, also das Innenministerium, und es geht auch darum, ob die Art des Ausbruchs lokal begrenzt oder flächendeckend ist. Testkapazitäten sowie durchgeführte Tests pro Einwohner sowie in den Staaten ergriffene Maßnahmen zur Eindämmung. Also, das sind relativ viele weiche Faktoren, vor allem wenn ich da an Afrika denke. Und neu ist auch in dieser Ausgabe vom 7. August, folgende Gebiete waren zu einem beliebigen Zeitpunkt in den vergangenen 14 Tagen Risikogebiete, sind derzeit jedoch keine mehr. Zeitraum für Ruanda, Uganda und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das soll es aus dieser PDF sein. Findet man, wenn man nach RKI und Reisegebiete sucht. Dort sind auch für die vergangenen Tage oder Wochen die Werte. So, Risikogebiet. Ich habe mir angeguckt den Landkreis Dingolfing-Landau. Das ist der einzige Bereich, der hier rot ist in der Karte. Ich zeige euch den Rest auch. Sonst ist nirgendwo rot, und das bedeutet über 50 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen. So, jetzt suche ich hier unten nach Dingolfing und klicke das auch mal an, damit es hier rechts erscheint. Und dann vergrößere ich dieses hier.
Heute ist der 11. minus 7 ist 5. Die letzten 7 Tage. Hier ist der 4.8. Da waren noch viele Neumeldungen. 5.8. 4 plus 2, 6 plus 2, 8 plus 2, 10 plus 1, 11. 11 neu gemeldete Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen. 11 auf 100.000 Einwohner. Das heißt, am 4.8. war noch mal eine große Menge, die fällt heute raus. Das heißt, das einzige Risikogebiet in Deutschland, der Landkreis Dingolfing-Landau, fällt heute aus der Statistik raus und fällt von Rot auf irgendwas wie diese Farbe, die ich nicht ganz entscheiden kann, was es sein sollte. Hier kann man sich das irgendwo angucken. Also, das hier ist Dingolfing Landau und es wird ziemlich sicher auf diese Stufe zurückfallen. Mir ist nicht bekannt, dass dort besonders viele Sterbefälle vermeldet würden. Also, das war ein Ausbruch in irgendeiner Fleischfabrik und es hat zwar für viele positiv Getestete gesorgt, aber nicht für übermäßige Einweisungen ins Krankenhaus und auch nicht für Todesfälle, soweit mir bekannt ist. So, Risikogebiete. Ich habe mir eine Tabelle gemacht, indem ich die Daten aus den einzelnen RKI-Meldungen übertragen habe. Risikoländer ab 16. Juni, 10. Juli, 20. Juli, 31. Juli, 6. August und 7. August. Gelb markiert sind die Teilgebiete. Das ist sozusagen einmal Australien gezählt als Staat und nochmal Untergebiet Victoria. In Belgien mit Antwerpen ist es genauso. Und wenn ich jetzt meine Liste runtergehe, dann sehe ich die Summen. Am 16. Juni 78, am 10. Juli 97 Staaten der Welt. Am 20. waren es dann schon 129, 128, 129 und inzwischen aktuellster Stand 132 Staaten der Welt. Ich habe also die Untergebiete abgezogen. Untergebiete sind zum Beispiel in Spanien 3 Provinzen, in Rumänien mehrere Gebiete und wo noch? In Bulgarien und eben Belgien und Australien. Aktueller Stand gültig, wer in diese Risikogebiete 132 von rund 200 Staaten der Welt, das sind also 2/3 der Welt, sind vom RKI als Risikogebiete erklärt worden und die Konsequenz ist, wer aus diesen Risikogebieten nach Deutschland wieder einreist, und da denke ich in erster Linie an Touristen, der muss sich inzwischen einem Pflichttest am Flughafen unterziehen und wie wir in Bayern erfahren haben, wurden dort 40.000 Tests gemacht und viele der Getesteten, ob nun positiv oder negativ, bekommen ihre Testergebnisse nicht zeitnah mitgeteilt, weil die Zuordnung zwischen Probennahme am Flughafen und Testlabor und so weiter nicht funktioniert. Das heißt, diejenigen mussten sich auf jeden Fall in Absonderung, in häusliche Quarantäne begeben und erfahren jetzt immer noch nicht, ob sie nun positiv oder negativ getestet wurden. Es ist der reine Wahnsinn. Wir haben zwar keine Ausreiseverbote, aber wer einmal ausreist und aus einem Risikogebiet zurückkommt, und es kann sich ja jeden Tag ändern, der muss in Quarantäne und muss einen Pflichttest machen. So, ich gehe in meine Fallzahlentabelle für Dresden. Heute wurden 2 neue positiv Getestete gemeldet. Das RKI hat diese Zahlen noch nicht, weil die Aktualisierung heute Nacht um 12 Uhr lief. Und Dresden hat wohl tatsächlich mal einen zeitlichen Wissensvorsprung. Aktuell gibt es also im Moment 9 positiv Getestete. Das bedeutet nicht, dass die Personen auch tatsächlich erkrankt sind. Man kann zurückgucken, wann die letzte Einweisung war in ein Krankenhaus. Mache ich jetzt. Bup, da ist es. Das letzte Mal wurden 2 Personen am 23. Juni. Das sind 50 Tage. Vor 50 Tagen kamen die letzten 2 Personen ins Krankenhaus und am nächsten Tag wurde schon wieder eine Person entlassen. Seit 50 Tagen gab es keine Einweisung mehr in Dresden in ein Krankenhaus, weil jemand ernsthaft an Covid-19 oder vermeintlich an Covid-19
erkrankt ist. Neue Fälle in der Zeit. Gucken wir an. 23.06. Ups, das war jetzt zu schnell. 23.06. Ich bilde eine Summe. In dieser Zeit wurden also 18 Menschen positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet und keine von diesen 18 Personen musste in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Nochmal zu dieser infizierten Zahl auf 7 Tage und 100.000 Einwohner. Dieser Wert liegt seit Wochen in Dresden unter 1 und, oder jetzt knapp über 1. Das hängt ziemlich sicher zusammen mit den vielen Tests im Zusammenhang mit den Reiserückkehrern. Ich zeige euch jetzt mal, wo das letzte Mal der Wert 20 überschritten wurde. Das war am 6. April wurde die Zahl von 20 Infizierten auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen, nicht an einem Tag, in 7 Tagen überschritten. Danach geht es nur noch bergab und der höchste Wert war am 28. März, also weniger als eine Woche nach dem Lockdown, war die höchste Zahl erreicht. Das ist ungefähr der Meldezeitraum. Die Maßnahmen der Bundesregierung, der Landesregierung, der Gesundheitsämter haben alle nichts gebracht. Diese Zahlen zeigen es ganz offensichtlich, wenn man nicht ganz verstrahlt ist. Der Wert von 50 wurde also nicht mal mehr angekratzt in Dresden. Und es ist in ganz Deutschland so, außer in 2 Landkreisen, wo eine Fleischfabrik stand oder steht, wo also massenweise dann die Angestellten getestet wurden und mit dem PCR-Test Schnipsel des Coronavirus vermeintlich getestet wurden, wobei man nicht weiß, ob es eventuell Rinder-Coronaviren waren oder ob es überhaupt ganze Coronaviren gab, die tatsächlich eine Infektion auslösen können. Mit dem PCR-Test werden nur Schnipsel dieses Virus nachgewiesen und die können auch von anderen, von alten Corona-Stämmen stammen. So, jetzt einmal noch ein Faktencheck. Gute Artikel werde ich unterm Video verlinken. Bedeutend steigende Fallzahlen, eine größere Gefährdung der Öffentlichkeit. Damit setzt sich dieser Artikel auseinander und ich kann ihn